Gemeinsam meistern wir die Welt. Hallo meine lieben Weltmeister, schön, dass ihr wieder da seid zum Meditation Monday. Gestern war es ja sehr spannend bei unserer Tiefsee-Expedition, aber heute ist nicht weniger los, denn die Affen sind los. Lasst uns doch heute einfach mal ein affiges Training machen. Meine lieben Weltmeister, jetzt wird trainiert. So. Und die Affen sind ja immer fleißig am Laufen. Deshalb machen wir heute auch mal ein Kletterlaufen und klettern erstmal einen Baum hoch. Und dazu laufen wir auf der Stelle, aber greifen immer schön über uns. Und das machen wir ganz koordiniert. Greift schön zu. Ich will eure Hände greifen sehen. Wir müssten uns ja den Baum hochziehen. Und das machen wir. Denn im Urwald gibt es sehr große Bäume. Wir haben ja schon gelernt, es gibt auch Mammutbäume. Und die können ja über 100 Meter hoch werden. Lasst uns weiter krabbeln und hier klettern und klettern und klettern. Nimmt die Arme schön nach oben und nach unten. Merkt ihr schon, wie langsam eure Arme schwer werden? Dann habt ihr alles richtig gemacht. Und jetzt können wir auch eine kurze Pause machen. Puh. So, aber Affen, die klettern nicht nur, sondern die machen auch noch ganz viele Sprünge. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch mal an. Und machen ein paar Sprünge. Kniet euch, hockt euch auf den Boden. Die Arme kommen nach vorne. Und dann springen wir nach oben im Strecksprung. Denn Affen sind auch sehr flink und können sehr gut springen. Zum Beispiel springen sie auch von Liane zu Liane im Urwald. Lasst uns das jetzt mal ausprobieren. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Und springt so hoch ihr könnt. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Ganz schön anstrengend, so ein Affenleben, oder? Aber wir springen noch weiter und ein letzter Sprung. Und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. So, dann machen wir jetzt weiter mit den, mit weiteren Sprüngen. Nämlich mit den Kickbacks. Weil die Affen kommen ja eigentlich immer vom Boden. Das heißt, wir gehen nach unten und kicken zurück und gehen nach vorne und springen hoch. So, das will ich euch jetzt machen sehen. Ich mache schon mal etwas Platz hier und dann geht's los. Auf drei, eins, zwei, drei und los. Arme nach vorne, Beine nach hinten und hoch. Und springen und stopp. Sehr gut. Und jetzt zur Lockerung schütteln wir einfach mal unsere Glieder aus. Macht euch ganz locker. Und dann haben wir den ersten Durchgang geschafft. Puh. Also, ja. So, Affe sein ist nicht ohne. Man kommt ganz schön aus der Puste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Oberschenkel brennen schon. Oh. Wisst ihr eigentlich, wovon sich Affen ernähren? Tja, richtig. Vorrangig von Pflanzen. Oh. Esst ihr auch gerne Salat? Also ich esse ja schon gerne Salat. Denn nicht umsonst gibt es auch den Spruch, grüne Blätter sind gesund, steck sie darum in den Mund. Tja, und da scheint ganz schön viel Wahres dran zu sein. Denn im Salat stecken ganz viele Nährstoffe, die unser Körper gebrauchen kann. Spannend dabei ist, dass es
Forschern gelungen ist, herauszufinden, welcher Salat besonders gesund ist. Und ja, der gesündeste Salat wächst, na, findet ihr es heraus? Richtig, im Weltraum. Was? Im Weltraum, denkt ihr jetzt? Ja, im Weltraum. Nämlich auf der Raumstation ISS. Da haben Forscher bzw. die Astronauten Salat gezüchtet und der sah ganz anders aus als hier auf der Erde. Die Blätter waren rot und nicht grün und er hatte viel mehr Nährstoffe. Tja, aber nun gut. Bevor wir uns jetzt weiter zu sehr in Gedanken übers Essen vertiefen, lasst uns jetzt wieder lieber mit dem Training weitermachen, meine Äffchen Weltmeister. Also, wir fangen wieder an mit dem Klettern und machen weiter mit unserem Affenleben hier. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Und greifen. Greift schön über den Kopf. Und die Arme gehen ganz schnell hoch und runter, hoch und runter. Und die Beine bleiben immer in Bewegung. Hoch und runter, hoch und runter. Immer runter, hoch und runter. Oh, das reimt sich sogar. Und wir machen weiter und weiter. Und merkt ihr schon, wie die Arme langsam müde werden? Oh, ich merke schon, meine Arme waren langsam und wollen nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen eine Pause, denn wir haben hier jetzt noch die ganzen Sprünge vor uns. Puh, lasst uns jetzt anfangen und wieder springen. Auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Und springt so hoch ihr könnt. Die Arme gehen nach oben und hoch. Und einen letzten Sprung. Puh. Oh, immer dieses Affenleben. Oh, wirklich sehr anstrengend. Kurze Verschnaufpause. Und dann kommen auch die nächsten Sprünge. Findet euch in die Position ein. Arme nach vorne. Und dann strecken wir gleich die Füße nach hinten. Und auf drei geht's los. Eins, zwei, drei und los. Und ein letztes Mal hoch. Puh, oh. Sehr gut. Ach, das haben wir geschafft. Oh. Ja, also Affen, die sind ja auch ziemlich dehnbar, wie die manchmal rumhängen. Oh. Die können ja zum Beispiel auch ihre Füße nehmen und bis hinter den Kopf kommen. Testet doch mal aus, wie weit ihr das schafft. Also ich komme schon mal an den Kopf dran. Seid ihr auch so beweglich? Testet es mit beiden Seiten, um zu sehen, wie flexibel ihr seid. Also, ja, ich komme ganz schön weit, aber einfach ist es nicht. Und die Affen haben uns trotzdem noch was voraus, denn sie sind so viel beweglicher und so flink, das glaubt man gar nicht. Ich habe ja auch schon mal Erfahrungen mit Affen gemacht. Und zwar, als ich in Indien war. Da habe ich auch ein kleines Video für euch mitgebracht. Lasst es uns gemeinsam anschauen. 2018 war ich im Affentempel in Rajasthan, genauer gesagt in Jaipur. Und da musste man erstmal einen Berg hochklettern und dann kam man zum Affentempel. Da haben ganz viele Hunderte von Affen gewohnt und die waren ganz heißhungrig auf Erdnüsse, also habe ich dort auch die wilden Affen gefüttert mit Erdnüssen. Und wie ihr seht, sind die ziemlich verspielt und auch ziemlich aufdringlich. Die klettern auf einen drauf, sie zerren und reißen an der Hand, wo die Erdnüsse sind, nur damit sie an die leckeren Nüsse kommen. Puh,
Also das ist auch nicht ohne, mit wilden Tieren umzugehen. Deshalb, ja, habe ich mich zurückgehalten, bin ganz vorsichtig gewesen und dann ist auch alles gut gegangen. So, jetzt wo ihr noch ein bisschen mehr Einblicke in so ein Affenleben bekommen habt, lasst uns schnell weitermachen, damit wir auch so flink werden wie die Affen, die ihr gerade auf den Fotos gesehen habt. So, wir fangen wieder an mit dem Klettern. Also lasst uns los klettern auf 3. 1, 2, 3 und los. Und klettern, 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 klettern. Die Arme greifen nach oben. Macht auch wirklich eure Finger und eure Hände auf und zu. Die Finger klappen zusammen. Wir wollen alles mit trainieren, den ganzen Körper. Und achtet drauf, dass ihr den Oberkörper schön gerade lasst und unter Anspannung haltet. Und stopp. Sehr gut. Kommen jetzt wieder die Sprünge. Und auf 3 geht's los. 1, 2, 3 und los. Und stopp. Puh. Ganz schön anstrengend heute, oder? So, dann lasst uns jetzt noch mal weitermachen mit den anderen Sprüngen. Denn auch diese Bewegung braucht ein Affe. Also lasst uns anfangen. Hände vor euch und dann kicken die Beine nach hinten und los geht's. Und die letzte. Puh. Und stopp. Oh, ganz schön hart heute. Bin gespannt, wer es von euch durchgehalten hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Training heute fandet. Puh, also ich bin außer Atem und würde sagen, heute können wir mit Fug und Recht sagen, dass wir ein tolles Training absolviert haben. Puh. Puh. Ganz schön anstrengend, aber auch irgendwie verrückt, oder? So ein affiges Training. Puh. Trinkt jetzt erstmal was. Oh. Mir hat es auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. Oh. Wie ging es euch? Oh. Heute ist aber nicht nur geht es ja nicht nur um Affen und Training, sondern auch um Meditation. Und bei ja, Meditation geht es ja auch immer um Achtsamkeit. Das heißt, man achtet auf seinen Körper und auf seine Gefühle. Wenn wir täglich auf uns selbst Acht geben, dann können wir viel über uns selbst erfahren. Und ja, wenn wir viel über uns selbst wissen, dann ist es auch viel leichter, in schwierigen Situationen damit umzugehen. Beziehungsweise mit den schwierigen Situationen umzugehen. Denn man kennt sich selbst und man kann sich auf sich selbst verlassen. Und das ist wirklich wichtig. Lasst uns doch heute noch ein bisschen an unserer Achtsamkeit üben. Seid ihr bereit? Dann lasst uns anfangen. Sucht euch eine Sitzposition, die euch gefällt. Ich sitze wie immer im Schneidersitz da. Das ja, fühlt sich für mich gut an. Ihr könnt euch aber auch hinlegen. Ihr könnt auch auf dem Stuhl sitzen. Ganz so, wie es euch passt. Ihr könnt auch die Beine lang ausstrecken. Schaut einfach, was sich für euch gut anfühlt. Wenn ihr eure Position gefunden habt, dann können wir jetzt anfangen. Schließt eure Augen. Und atme tief ein und aus.
tief ein und tief aus. Und ein und aus. Behaltet diesen tiefen Atem bei. Nach jedem Einatmen könnt ihr auch eine kurze Pause machen. Das heißt, ihr atmet ein und dann haltet ihr einfach den Atem. Und nach einer kurzen Zeit lasst ihr ihn wieder raus. Ein, halten und aus. Konzentriert euch jetzt auf eure Ohren. Was hört ihr? Hört ihr Vogelgezwitscher? Oder gibt es Geräusche im Haus? Ist jemand in der Küche? Oder auf der Treppe? Hört ihr die Autos von draußen? Konzentriert euch ganz genau darauf, was ihr hört. Riecht ihr auch etwas Besonderes? Wird im Haus gerade gekocht? Oder riecht es vielleicht nach frisch gewaschener Wäsche? Ist das Fenster offen und es riecht nach frischer Luft von draußen? Hört genau auf eure Nase. Wenn ihr nichts riecht, dann versucht einfach, euch auf das Gefühl zu konzentrieren, wie die Luft in eure Nase ein- und ausströmt. Konzentriert euch jetzt darauf, was ihr fühlt. Merkt, wie der Boden unter euch sich anfühlt. Merkt die verschiedenen Materialien, die euch berühren. Ist der Boden hart oder weich? Sitzt ihr auf einem Kissen? Wie fühlt sich das genau an? Wie fühlt sich das Gewicht eurer Arme auf euren Beinen an? Fühlt genau in euch hinein. Und jetzt fühlt in euch selbst hinein. Hört auf eure Gefühle. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr ruhig? Oder habt ihr eine Unruhe in euch? Seid ihr traurig oder glücklich? Nehmt eure Stimmung genau wahr. Nehmt jetzt noch einen letzten tiefen Atemzug und dann kommt wieder im Hier und Jetzt an, nachdem ihr ausgeatmet habt. Schön, dass ihr noch da seid, meine Weltmeister. Ha, das war doch schön, oder? Mir fällt da auch eine Tagesaufgabe. Die Tagesaufgabe für heute ist, versucht doch mal, einen Moment lang ganz besonders achtsam zu sein. Zum Beispiel beim Essen. Das ist eine tolle Erfahrung. Viel zu oft essen wir irgendwie in Hektik und Eile und ohne das Essen wirklich zu genießen. Also nehmt euch einfach mal Zeit, merkt, wie sich das Essen in eurem Mund anfühlt, wie die Struktur der einzelnen Bestandteile ist und wie das Essen schmeckt. Lasst es den Geschmack
ganz in eurem Mund entfalten und genießt das Essen. Oder wenn ihr zum Beispiel draußen seid oder spazieren geht, dann konzentriert euch drauf, wie sich der Boden unter euren Füßen anfühlt. Versucht vielleicht auch mal darauf zu achten, wie viele Atemzüge ihr macht oder wie viele Schritte ihr pro Atemzug macht. Oder achtet mal auf die Arme beim Gehen. Was machen die denn? Wie fühlt sich das an? Hört einfach in euch hinein. Achtsamkeit macht, ja, kann man bei allem ausüben, was man macht. Und es macht auch irgendwann richtig Spaß, genau darauf zu achten. Denn ihr werdet immer feinfühliger werden und könnt irgendwann immer mehr wahrnehmen. Und das ist auch ziemlich cool. So, das war's auch schon für heute. Allerdings gibt's natürlich auch noch eine Abschluss-Challenge. Und weil es ja heute den ganzen Tag um Affen ging, gibt's jetzt auch eine kleine Affen-Challenge. Ihr nehmt hier ein Blatt Papier oder eine Zeitung. Ich habe hier ein Blatt, was ich so nicht mehr gebrauchen kann, weil der Drucker das leider zerstört hat. Aber für unsere Challenge ist das perfekt. Deshalb, ja, würde ich sagen, zeige ich sie euch mal. Also ihr nehmt ein Blatt Papier und das legt ihr auf den Boden. Und dann versucht ihr nur mit euren Füßen das Blatt zu zerreißen. Also es ist gar nicht so leicht. Ihr seht schon, hochnehmen klappt. Und dann stellt ihr euch drauf und reißt einfach das Papier in Streifen. Und dann ja, versucht man so kleine Streifen wie möglich mit euren Zehen einfach nur abzuziehen. Und ihr werdet feststellen, es ist gar nicht so einfach. Aber es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu hantieren. Ihr seht, es wird schon immer kleiner. Und das kann man eben noch viel kleiner machen. Ich bin mal gespannt, wie kleine Papierfetzen ihr reißen könnt. Aber nicht vergessen, danach das Chaos wieder aufräumen, sonst gibt's Ärger von der Mama. So, und das war's auch schon für heute. Sehr schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Mir hat's Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die mir auch wieder gerne per Chat, Mail oder per Kommentar senden. Diese beantworte ich euch dann gerne am Fragen Friday. Wie Fragen Friday, fragt ihr euch. Was ist das denn? Ja, tja, das erkläre ich euch. Denn, meine lieben Weltmeister, langsam kehrt ja auch die Normalität wieder langsam zurück. Und deshalb ändert sich auch unser Herzsprungprogramm. Neue Sendung gibt's immer ab 10 Uhr von Montag bis Freitag. Allerdings ist dann nur noch der Freitag live. Jetzt wird ja auch das Wetter besser und am Wochenende könnt ihr mehr Zeit an der frischen Luft verbringen, an der Sonne und diese Zeit auch gerne mit euren Familien verbringen. Denn draußen mit der Familie zu sein ist eh am besten. Und falls es mal Regen sollte am Wochenende, dann könnt ihr auch eine der alten Herzsprungfolgen euch anschauen und euch so den Tag etwas versüßen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Habt einen tollen Tag, passt auf euch auf, seid achtsam. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim Tu was Gutes Tuesday mit guter Laune. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag. Macht's gut, meine Weltmeister, und gemeinsam meistern wir die Welt. Ciao! Herzsprung! Gemeinsam meistern wir die Welt.